Hallo ihr Lieben! Heute ist es endlich soweit und ich zeige euch den Rest meiner Kerzensammlung. Ich habe das ja schon vor Wochen versprochen, bin bisher noch nicht dazu gekommen. Ihr wisst, ich bin Lehrerin und die Schule lief. Jetzt haben wir Ferien und jetzt komme ich dazu, Videos zu drehen. Ich hoffe, dass ich auch ein bisschen was auf Vorrat produzieren kann, sodass es nicht mehr diese Durststrecken geben wird. Ich habe heute für euch Partylight, Bath and Body Works und so einzelne Kerzen. Das sind aber auch nur drei Stück, wobei zwei davon Juwelkerze sind. Also vier Hersteller werden wir haben. Das erste, was ich euch zeigen will, ist auch schon mal in einem New-In von mir gewesen. Deswegen gehört es mittlerweile in meine Kerzensammlung. Es ist von DW Home Warm Tobacco Pipe in einem schönen schwarzen Glas mit güldenem Deckel. Rose Gold. Ja, er riecht warm, wohlig, süß nach Pfeifentabak, eben nicht nach Zigaretten oder Zigarrentabak. Also viel süßer, viel angenehmer. Das ist eine sehr schöne Kerze, wie ich finde. Ich werde sie demnächst mal warm testen. Habe ich bisher noch nicht, aber ich denke und so wie ich DW Home kenne, davon hatte ich schon so zwei, drei andere Kerzen. Wird das auch warm ein Gedicht sein? Von Juwelkerze habe ich im letzten Jahr ein Angebot wahrgenommen, kurz vor Weihnachten. Wenn man für einen bestimmten Wert was bestellte, kriegte man auch noch Gratiskerzen. Ich hatte da auch irgendwie ein Geschenk bestellt. Ja, für mich hatte ich Lady Scarlet bestellt. Ein wunderschönes Label mit dem Tag der Toten, Totenkopf drauf, eine Halloween-Kerze, deswegen ist sie auch angebrochen. Ich bin sie in diesem Jahr dabei zu benutzen. Sie riecht bärig, aber auch ein bisschen mystisch. Gefällt mir sehr, sehr gut. Tut's auch gut. Da habe ich mich gewundert. Also normal ist Juwelkerze für mich eher was Schwaches. Die ist ganz gut. Da war drin ein Armband, das trage ich auch heute, deswegen kann ich euch das mal zeigen. Ja, es ist dieses Armband, relativ dünn Silber, dann so einzelne schwarze Punkte und ein Sternchen in Silber. Gefällt mir recht gut. Ja, kann man tragen. Was ich vermutlich nicht tragen kann, ist eine der Gratiskerzen, die ich dann letztes Jahr mitbekommen habe. Der Lieblingsmensch. Auch ein schönes Label mit dem Teddy, der da das Herz umarmt. Da ist drin ein Ring. Das sieht man auch immer hier am Rand. Ein Ring, aber in Größe S. Und bei meinen Wurstfingern wird das wahrscheinlich nicht gehen. Vielleicht verschenke ich die Kerze auch, muss ich mal sehen. Denn der Geruch ist auch Erdbeer. Meiner Meinung nach ist es Erdbeer. Künstliche Erdbeere, vielleicht so. Es gibt doch von Haribo diese Schaumerdbeeren, diese rosaroten Berge. Ja, so riecht das. Ist weder mein Duft noch meine Ringgröße, deswegen, ja, mal gucken, wer die irgendwann mal haben darf oder ob ich das selber benutze. Wir werden sehen. Das sind meine einzelnen Kerzen gewesen. Kommen wir nun zu Bath & Body Works Kerzen. Die sind ja bekanntlich alle stark. Und genau die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja, ich habe da auch einiges mehr als gerade eben bei diesen Einzelkerzen. So langsam baut sich die Sammlung auf. Ja, aber ich benutze die auch. Und werde die jetzt mal so ein bisschen ordnen nach dem, wie ich auch durch andere Kerzensammlungen gegangen bin. Also Frühling, Sommer. Zusammen, ich habe eher Sommerkerzen und dann eben Herbst, Winter und Dekokerzen. Im Sommer habe ich mir dieses Jahr gekauft Ocean Driftwood mit so einer schönen Strandszene drauf. Auch der Deckel ist recht hübsch mit Palmblättern drauf. Der Deckel ist aufhebenswert, das Glas wahrscheinlich eher nicht. Und der riecht sehr schön nach, ja, Driftwood und nach aquatisch frischer Luft. Die Komponenten stehen bei Bath & Body Works ja immer unten drunter, deswegen lese ich euch das auch gerne vor. Da ist drin Beachside Oak, Sea-Washed Mahogany und Ocean Lavender. Die Lavendelnote kriege ich gar nicht so mit.
Ich bin halt nicht der Lavendeldüftler. Wenn die stärker wäre, wird mir das wahrscheinlich nicht mehr gefallen. So ist es für mich eine schöne Sommerkerze gelungen und ich freue mich auf nächstes Jahr, wenn ich die dann ausprobiere. Mein All-Time-Favorite für den Sommer von Bath & Body Works ist Watermelon Lemonade. Hier in der hässlichsten Version, die man sich denken kann. Auch der Deckel ist nichts Besonderes. Ja, aber seit letztem Sommer liebe ich die sehr. Das ist meine zweite, glaube ich, oder dritte Kerze davon. Das riecht so nach Sommer für mich. Ich habe mich da, glaube ich, selber so ein bisschen geprägt, indem ich die halt letzten Sommer, wo es so unheimlich heiß war, immer morgens eine Stunde angehabt habe in den Sommerferien. Und ja, man hat eben diese guten Gefühle. Es sind Ferien, man hat frei, es ist schönes Wetter. Ich hatte die Türen auf und trotzdem konnte man den super wahrnehmen. Ja, drin ist Watermelon Ice, Sparkling Water, Meyer Lemon with Essential Oils. Und der riecht für mich wirklich natürlich nach Wassermelone mit einem hohen Zitrusanteil. Der ist ganz, ganz toll im Sommer. Und ja, wenn der leer ist, werde ich mir auf jeden Fall ein neues Glas besorgen. Dann gehen wir mal mit so holzigen Düften Richtung Herbst. Da habe ich einmal Mahogany Teak Wood. High Intensity, schwarzes Glas, ein ja, schönes weißes Label drauf, der Deckel ist nichts Besonderes und die riecht holzig, männlich, frisch, lecker. Mein Beuteschema, die soll riechen nach. Hier unten drunter steht ein ganzer Text, ich lese ihn euch vor. An intense version of our classic home fragrance with notes of rich mahogany. Black Teak Wood, Dark Oak and Frosted Lavender. Auch da nehme ich die Lavendelnote nicht wahr, aber diese holzigen Dinge, sehr schön. Sehr parfümig, gefällt mir super. Und den gleichen Duft habe ich nochmal in normaler Intensität. Da heißt der nur ein bisschen anders. Da heißt der Black Teak Wood, blaues, dunkelblaues Wachs und eben das Label in diesen Blautönen und Rot gefällt mir sehr gut. Der Deckel ist leicht geprägt. Auch das finde ich schön. Und der Duft ist nahezu der gleiche. Steht auch im Grunde wird das gleiche drunter. Rich Mahogany, Black Teak Wood, Dark Oak and Frosted Lavender. Ich kann in der Intensität bei Kaltgeschnupperten keinen Unterschied feststellen. Also ich würde nicht sagen, dass die eine stärker ist. Warm habe ich beide nicht getestet. Dann gehen wir zum Herbst über. Da habe ich dieses Jahr zwei neue mir schon gegönnt, aber noch nicht ausprobiert. Harvest Gathering mit gefrostetem Glas und dann diesem ja, Schriftzug, der so an Hand Lettering erinnert, gefällt mir sehr gut. Dann haben wir noch hier das Eichhörnchen, schöne Kerze, Deckel allerdings nichts Besonderes. Und die riecht wieder, wie ich gern so vergleiche, ein Hofladen, viel frisches Obst, das geerntet wurde. Wir schauen mal auf die Noten. Da steht drunter Fresh Picked Apple, Autumn Berries, Clove Buds with Essential Oils. Ja, Apfel, Beeren, das passt schon sehr gut. Mir gefällt das. Ich weiß nicht, ob es diesen Herbst drankommt. Ich habe noch so viele angebrochene und andere, die ich ausprobieren möchte. Ansonsten wartet der noch ein Jahr. Aber der gefällt mir kalt schon mal mega gut. Dann habe ich noch Pumpkin Pecan Waffle mit der schönen Waffel drauf, eine Eiskugel, helles Wachs. Der Deckel ist wunderschön. Da ist ein Pumpkin drauf und dann eben so Laub oben. Das gefällt mir auch sehr gut. Und der Duft ist so, so schön. Da steht drunter Maple Syrup, Golden Waffles, Pumpkin Spice, Brown Sugar with Essential Oils. Ich bin keine Maggi-Nase. Ich weiß auch nicht, ob Maggi-Nasen da dann Maggi wahrnehmen. Für mich riecht das wirklich nach ja, so einer dekadent dicken, frisch gebackenen Waffel mit Sirup drauf. Und vielleicht hat man so einen Pumpkin Spice Latte daneben stehen von Starbucks. Oh, Herbst pur. Ich mag Pumpkin Düfte und der gehört dazu. Dann bin ich dieses Jahr damit beschäftigt, meine Schätze vom letzten Jahr aufzubrauchen. Da habe ich die auch noch gebrannt. Jetzt stehen sie unterm Warmer. Zum Beispiel
Sweater Weather. Da hat man an der einen Seite so holzige, ein holziges Label, an der anderen Seite ein Strickpulli. Obendrauf steht übrigens Love Fall. Gefällt mir auch sehr gut. Und der ist so, so schön. Ist ja auch einer der klassischen Herbstdüfte von Bath & Body Works. Fresh Sage, Juniper Berry, Aromatic Eucalyptus and Fresh Woods. Ich hätte keine dieser Noten daraus riechen können. Der riecht einfach wohlig, einzigartig, toll. Den gibt es auch nicht vergleichbar irgendwie bei Yankee Candle oder Goose oder sowas. Der ist wunderbar und ich bin mir relativ sicher, dass ich dieses Jahr da auch noch durchkomme. Dann habe ich Leaves. Man sieht hieran, die haben letztes Jahr noch gebrannt. Den werde ich aber auch dieses Jahr dann unter den Warmer stellen, um den zu Ende zu brauchen. Da ist der Deckel so, ja, so kariert. Leaves riecht nach Crisp Red Apple, Golden Nectar and Warm Clove Spice. Ja, für mich riecht der nach gefallenen Blättern. Nach Herbst, nach draußen. Die Apfelnote, ja, die ist wahrnehmbar, aber nicht so dolle. Ich bin ja auch nicht so der Apfeldüftler. Gefällt mir mega gut. Und auch davon hatte ich schon ein Glas, zwei Gläser. Sehr schön. Auch im angebrannten Zustand, also angezündeten Zustand, sind Bath & Body Works Kerzen richtig gut. So, dann kommen wir zum Winter. Da habe ich zwei Klassiker. Einmal Vanilla Bean Noel in dieser grün-roten Optik. Merry Christmas, Merry Everything. Wunderschön. Auf dem Deckel ist ein Tannenbaum drauf. Und ja, es riecht vanillig, vanillig, vanillig. Ein sehr schöner Vanilleduft, auch sehr gut blendbar mit anderen Düften. Also den kann man so mischen oder nebenher laufen lassen. Soll riechen nach Vanilla Bean, Marshmallow Fluff and Vanilla Cake. Nur süße Noten. Ja, man fühlt sich da auch wirklich wie auf einer Vanillewolke durch den Raum schwebend. Und der andere Klassiker, den ich da habe, ist Twisted Peppermint mit einem wunderschönen rosa-goldenen Label, leicht holographisch, sind so ein paar holographische Teile drauf. Das finde ich sehr schön. Der Deckel hat wieder so eine Prägung drin. Und der riecht so richtig nach kalten Pfefferminzstangen. Wir schauen, was drunter steht. Cool Peppermint, Sugared Snow, wie auch immer gezuckerter Schnee riecht. Vanilla Buttercream, Fresh Balsam and a Hint of Musk. Ah, der ist wunderschön. Ich habe den auch als Bodyspray. Der ist einfach, ich mag den gerne. Gerade im Winter halt so, wenn es auf Weihnachten zugeht und dann eben dieses süße Pfefferminz, das Kalte, gefällt mir sehr gut. Dann habe ich noch eine Kerze, die ich gar nicht wirklich zuordnen kann. Die geht immer. French Baguette in so einem gefrosteten Glas, was ich schon ziemlich besifft habe beim unterm Warmer stellen. Der Deckel ist auch nichts Besonderes. Ja, French Baguette riecht wirklich nach frisch gebackenen Brötchen oder Brot oder eben Baguettes. Es soll riechen nach Slow Rising Dough, Crispy Crust. Ja, es riecht auch wirklich so gebacken, so knusprig. And a pat of butter. Also die Butter nehme ich nicht wahr. Für mich könnte das auch einfach eben frisch aus dem Ofen kommende Brötchen, Baguette-Brote sein. Riecht klasse. Und dann habe ich eben noch, Moment mal kurz, mal kurz hier was schieben. Meine drei Deko-Kerzen, die sind alle aus einer Linie. Die habe ich gekauft, weil mir diese Städte wirklich was bedeuten. Ich habe einmal New York City mit der Skyline von New York drauf und dem Schriftzug New York so durchsichtig, sodass man dann sehen könnte, wenn die Kerze brennt. Wunderschön, schwarzer Deckel. New York City ist Champagne Toast. Soll riechen nach Effervescent Champagne, Sparkling Berries, Sweet Orange. Ist ein Schleuz. Und das riecht wirklich nach einem fruchtigen Schaumwein. Sehr festlich, sehr, ja, festlich, aber nicht im Sinne von Weihnachten. Festlich. Man feiert im Sommer irgend so eine Party auf der Dachterrasse,
hat viele Leute eingeladen und gibt halt einen Sektempfang oder Champagnerempfang. Und da riecht es dann so. Sehr schön. Dann habe ich Barcelona. Selbe Spiel. Wir haben die Skyline da drauf und den Schriftzug. Wunderschön mit Blau. Finde ich auch schön. Schwarzer Deckel wieder. Barcelona riecht nach Sunwashed Citrus, Sorrento Lemons, Citron, Agave Nectar, Essential Oils. Das ist so ein leicht bläuliches Wachs. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ganz leicht bläulich. Und es riecht sehr zitrisch. Es ist vom Duft her jetzt nicht so super meins. Es ist ein sehr sommerlicher Duft, sehr zitrisch. Könnte in Richtung Klostein gehen. Das weiß ich nicht, wenn es warm ist. Es ging mir aber um das Glas. Ganz klar. Und mein letzter davon und mein Favorite ist London. Und dann kommen wir jetzt noch zu den Partylight-Düften. Auch da gehe ich wieder durch die Jahreszeiten. Partylight habe ich ein bisschen weniger, glaube ich, als Bath & Body Works, aber doch recht viel. Ich habe jahrelang Partylight-Vorführungen besucht. Eine Freundin von mir hat die im Grunde extra für mich stattfinden lassen. Es war nicht ihr Nachteil, es war auch nicht mein Nachteil. Ja, ich fange an mit, ich habe nichts zum Frühling, ich habe aber sommerliche Düfte. Und zwar einmal, man kann nicht sehen, weil alles in ganz hell auf hellem Wachs steht. Sunkissed Linen. Das ist ja der frische Wäscheduft von Party Light. Der geht so ein bisschen in die Richtung von Fluffy Towels, also leicht stechend. Gefällt mir aber gut und ist auch stark. Ich mag bei diesen klassischen Dreidochtkerzen von Party Light weder die Form des Glases, die man jetzt gar nicht sieht. Ich halte sie mal für was Dunkles. Wenn die kaputt ist, die kann man auch relativ schlecht umtopfen. Ja, ich mag auch die Deckel nicht, denn die ja, halten nicht so wirklich richtig und sind selten gerade drauf. Ja, aber die haben wirklich schönes Wachs, finde ich. Also auch wenn man die anzündet, brennen die sehr sauber runter. Das mag ich an Party Light. Die Düfte, die ich liebe, sind auch stark, aber die haben leider auch viele Düfte, die leider sehr dezent sind, sagen wir mal so. Ja, Sun-Kissed Linen, erster Duft. Dann habe ich noch Afternoon Breeze. Ja, was mir auch an den Gläsern nicht so gefällt, ist, dass die mit einer Folie umzogen sind, die oft so ein Design hat, ja, wie in so einem Haus einer älteren Dame. Afternoon Breeze riecht nach einem Tee, den man nachmittags kalt draußen genießt. Das würde für mich passen. Ja, auch da wieder dieser seltsame Deckel, aber ein schöner Duft. Und ich hoffe, dass der stark genug ist. Ich kenne den noch nicht warm. Den anderen kannte ich warm. Einer, der ganz okay ist warm, ist Vanilla Coconut. Da finde ich das Label mal ganz gelungen. Mit so Palmblättern, dann den Kokosnüssen und der Vanilleblüte drauf. Und der riecht wirklich nach einem süßen Kokosduft, leicht parfümig. Gefällt mir gut. Ist auch stark genug. Der darf da sein. Der durfte auch schon mehrfach da sein. Den kaufe ich gerne immer wieder. Und weil ich den mag, habe ich den auch noch in dieser Form. Da finde ich das Glas schöner. Allerdings hat es keinen Deckel, sondern nur so ein Plastikding oben drauf. Aber das Glas kann man immerhin recyceln. Das ist eine Glowlight-Kerze. Für diejenigen, die Partylight nicht kennen. Glowlight bedeutet, das ist so ein besonderes Wachs, was Licht durchlässt. Heißt, wenn man, es gibt von Partylight dann so Sockel, die man da drunter stellt, die in verschiedenen Farben leuchten und dann leuchtet die ganze Kerze. Die hier hat jetzt gelbes Wachs, das würde halt mit den verschiedenen Farben wahrscheinlich auch seltsam aussehen. Oftmals sind die weiß. Ja, Glowlight wird auch funktionieren, denke ich, wenn man die unter einem Warmer hat und eben von oben Licht durchkommt, sodass eben die ganze Kerze dann leuchtet. Das gefällt mir sehr gut, dieses Patent, was die da vermutlich auch drauf haben. Und ja, der Geruch war eben auch Vanilla Coconut. Dann gehen wir über so eine
coole Kerze, die heißt After Dark oder kommt aus der Reihe After Dark. Die habe ich sogar noch im Karton aufbewahrt, weil ich den so schön finde. Ja, steht irgendwo, was es ist. Kaschmir Cassis. Ja, ich fand den Karton halt echt wunderschön, auch wenn man die verschenken wollen würde, würde das echt was hermachen. Da hat man dann dieses XOXO. Und da drinnen ist das Ganze nochmal in ein Säckchen verpackt. Das werden wir jetzt mal öffnen. Kaschmir Cassis. Auch da haben wir wieder einen seltsamen Metalldeckel, der nicht wirklich halten kann. Das ist ein Problem bei Partylight. Also das sollten die echt mal überarbeiten, meiner Meinung nach. Aber ein echt schönes Glas. Mit einem dunkelroten Wachs und dann eben diesem geometrischen Muster, das gefällt mir gut. Eine Eindochtkerze. Und die riecht wirklich fruchtig, aber auch nach Kaschmir. Also das passt beides. Ist ein sehr schöner Duft. Ich hoffe, dass er stark genug ist, dass ich ihn auch wirklich warm wahrnehme. Bin gespannt und ja, hab die halt mal gekauft. Was ich blöd finde, ist, dass der Deckel schon so komische Stellen hat. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Dabei war der noch nie wirklich an der Luft. Aber es sieht zum Teil so oxidiert aus. Also an den Deckeln sollten die arbeiten. Das wäre so meine Bitte an Partylight. Aber sonst macht das halt wirklich was her mit dieser Verpackung. Gerade wenn man die als Geschenk benutzt. Ich mache wieder alles zu. After Dark Kaschmir Cassis. Dann sind wir im Herbst angelangt und ich habe hier Spiced Pumpkin. Wieder die klassische Dreidochtkerze. Optik, naja. Geruch aber. Oh, würziger Kürbis heißt das auf Deutsch. Und ah, das ist so, 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 so schön. Es ist wirklich ein schöner Kürbisgeruch mit einer leichten Gewürznote. Nicht so dolle, wie die manchmal zu gezimtet sind bei anderen Firmen. Das gefällt mir sehr gut. Ist auch oftmals im Herbst ausverkauft. Ja, ich bin froh, dass ich eine habe. Die habe ich mir mal ertauscht. Und ja, die werde ich dann demnächst mal antesten. Dann habe ich den Whisky Toddy. Da gefällt mir das Glas mal ausnahmsweise recht gut. Ist ja auch wieder so ein geometrisches Muster drauf. Geruchstechnisch ist der sehr süß, aber die Whisky-Note nehme ich jetzt nicht so wirklich dolle wahr. Oftmals finde ich bei Partylight sind die in diesen Testern, die man bei den Partys unter die Nase gehalten kriegt oder sich selber unter die Nase hält, unheimlich stark, aber dann eben, wenn man die zu Hause hat, denkt man, und das war's jetzt. Ich bin gespannt, was der warm kann. Werde den bestimmt irgendwann mal testen. Ja. Whisky Toddy. Dann habe ich noch eine Glowlight-Kerze, diesmal mit weißem Wachs. Da wird das mit dem bunten Licht auch gut drin funktionieren. Die hat auch wieder so einen seltsamen Metalldeckel, wo man nicht weiß, was das soll. Aber in Rose Gold. Und die riecht stark. Die riecht wirklich stark. Das ist Woodland Hideaway. Das geht schon Richtung Weihnachten und ist so ein bisschen auf der Linie von White Christmas, Surprise Snowfall. Man hat so diese Draußennote, kalte Luft, holzige Note, aber kein Tannenduft drin. Ohne Tanne oder Nadelgehölz. Ja, und dann habe ich noch einen Moment. Meinen Liebling, den ich gerne auch erwähne in anderen Videos, der hat für mich ja so eine Gruppe eröffnet, habe ich mal gesagt, mit Bedtime Stories von Goose Creek und Cozy Cabin von Kringle Candle oder Country Candle. Ich rede von Golden Birch, der Goldbirke von Partylight. Das war für mich der erste Duft, den ich davon kannte und den ich so geliebt habe und den ich immer noch so sehr liebe. Die Goldbirke ist einfach ein weicher, wohliger Duft. Meiner Meinung nach ist eben dieses Holz verbunden mit einer Marshmallow- oder Vanillenote. Es ist ein super schöner Schlafzimmer-Kuschelduft,
den ich nicht missen möchte, da auch diese Kerze oftmals im Herbst-Winter-Katalog dann ganz schnell ausverkauft ist, kaufe ich die zur Not auch in anderen Formen nach. Und das musste ich, glaube ich, im letzten Jahr, um Backup zu haben, habe ich noch dieses seltsame Glas mit gelbem Wachs, aber dem gleichen Duft. Und die Goldbirke ist für mich der Partyleitduft schlechthin. Und der muss bei mir vorhanden sein. Ja, das war alles, was ich noch so an anderen Kerzen rumstehen habe. Thema Partylight. Erzählt mir doch mal von euren Erfahrungen, die ihr mit Partylight habt, wenn ihr welche habt. Mögt ihr Partylight? Wie sieht das bei euch aus mit der Intensität? Findet ihr die stark oder eher schwach? Was haltet ihr von diesem ganzen System mit diesen Partys, dass das eben so ähnlich ist wie ein Tupper? Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich würde die lieber ganz normal irgendwie bestellen können. Das ist schwieriger. Ja. Die Partys sind natürlich aber auch immer ein Event. Also ich gehe da gerne hin. Und ich mag auch wirklich viele der Düfte. Auch wenn die zum Teil schwächer sind. Zur Not kommen die dann bei mir in kleinere Räume. Ja. Erzählt mir davon. Schreibt es unten in die Kommentare. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wann auch immer ihr dieses Video gesehen habt. Bleibt mir gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Eure Petra.